Ja, hallo zusammen. Heute wollen wir uns mit Lyme Survey befassen. Das wird letztendlich so eine zweiteilige Reihe. Heute werde ich euch eher zeigen, wie man es installiert auf dem Server, auf dem eigenen Server. Und beim nächsten Mal gucken wir dann ein bisschen in die Funktionalität von Lyme Survey rein und was man damit so machen kann. Lyme Survey ist dazu geeignet, Online-Fragebögen zu bauen. Das heißt, wenn ihr, also ich habe das zum Beispiel schon für Evaluationen, für Seminarevaluationen gebaut, für so Erwartungsabfragen vor dem Seminar. Man kann damit aber auch ja relativ komplexe Fragebögen bauen, die mit so Wenn-Dann-Feldern versehen sind, also wenn die Frage mit Nein beantwortet wurde, dann geht halt nochmal ein Untermenü auf mit weiteren Fragen. Und insgesamt ist dieses ganze Fragebogenthema halt sehr, sehr gut geeignet für so einen selbstgehosteten Dienst, weil es letztendlich ja um nichts anderes als personenbezogene Daten geht. Und damit genau diese personenbezogenen Daten gesichert sind, ist es halt total wichtig, die auf einem Server liegen zu haben, von dem man sicher sagen kann, was dort mit diesen Daten passiert. Und letztendlich könnt ihr dann euren Fragebogen auch noch so einrichten, dass der komplett anonymisiert ist, inklusive der IP-Adresse und all dem ganzen Schnickschnack, den man normalerweise bei so Online-Umfragen vielleicht auch auf den ersten Blick gar nicht sehen kann. Und Lyme Survey selbst zeige ich auch deswegen, weil es hintendran, sagen wir mal, auch für so wissenschaftliche Aufarbeitungen eine ganz gute Schnittstelle bereitstellt, nämlich einmal zu SPSS und einmal zu XML. Und damit bekommt man die Daten, die man da online aufgesammelt hat, auch ganz gut in Systeme herein, die diese Daten auch entsprechend auswerten können. Das tut Lyme Survey auf eine gewisse Art auch, aber wenn ihr die anschließend noch miteinander korrelieren und in Abhängigkeiten bringen wollt, dann bleibt euch eigentlich gar nichts anderes übrig, als die Daten erst einmal online zu erheben und anschließend mit einem weiteren Tool zu bearbeiten, auf das ich jetzt hier aber nicht genauer eingehen werde. Aber für so ganz schlichte oder auch komplizierte Online-Fragebögen ist das auf jeden Fall sehr, sehr gut geeignet. Und ja, man kann damit auch Mitarbeiterzufriedenheitsbefragungen durchführen. Eigentlich alles, was ihr euch an Befragungen so vorstellen könnt, kann man damit machen. Ich habe wie immer was vorbereitet. Und zwar ist unser alter Uberspace ausgelaufen, deswegen gibt es jetzt hier einen neuen, der heißt OER Web Talk. Und weil es eine Zeichenbegrenzung offensichtlich auf 8 Zeichen bei Uberspace gibt, heißt das Ding jetzt nur noch OER WebTAR, also Talk. Und den habe ich, wie gesagt, neu anlegen müssen, weil nach einem Monat läuft der aus, es sei denn, man bezahlt dann halt dafür. Das war aber jetzt nicht nötig, weil ich ja in Wirklichkeit hier nur eine ganze Reihe von Testinstallationen mit euch durchgehe. Und dann braucht man für die Installation natürlich noch das Programm selbst, also Lyme Survey. Das findet man auf der Webseite community.limesurvey.org. Und dann gibt es wie immer eine mehr oder weniger gute Anleitung auf lab.uberspace.de. Und die hatte ich mir dann in Ruhe angestaut, aber zum Beispiel festgestellt, dass hier offensichtlich auf ein TGZ verwiesen wird, was man sich von limesurvey.org runterholt. Und das alles ist offensichtlich irgendwann mal 2018 passiert. Und in der Zwischenzeit ist aber ordentlich was an der Software gedreht worden. Und die Dateien werden heute anders ausgeliefert.
Das heißt, ich kann diesen Arbeitsschritt eigentlich gar nicht machen und mir insofern auch ein wenig diese Installationsanleitung schenken. Deswegen müsst ihr jetzt so ein bisschen der neuen Installationsanleitung folgen, die ich hier im Weiteren vorstellen will. Also, was ich getan habe oder was ich schon mal getan habe, ist, ich habe dieses Programm hier runtergeladen. Dann lag das lokal auf meiner Platte, hier Lime Survey 3.25.6 am Ende mit einem ZIP. Es ist also eine ZIP-Datei. Wenn man diese ZIP-Datei, die hat unentpackt 78 MB. Das heißt, wenn ich die jetzt entpacke, dann ist das nochmal ein bisschen mehr. Und es sind ähnlich wie bei Moodle halt wahnsinnig viele Dateien. Und wenn ich die per FTP hochlade, dann dauert das halt einfach Ewigkeiten. Aber wenn ich die nicht per FTP hochlade, dann geht das eigentlich relativ schnell. Dann ist das nämlich nur eine Datei und die liegt jetzt hier auch schon. Was ich jetzt noch tun muss, ich müsste den Befehl kennen, um diese Datei zu entpacken. Dafür muss ich aber diese Datei erst einmal finden und die liegt im HTML-Verzeichnis. Muss ich mal kurz gucken, wo ich mich jetzt hier eigentlich befinde. Mit LS, also einfach nur noch CD und dann HTML und dann bin ich auch schon in dem Verzeichnis drin und wenn ich jetzt mir den Verzeichnisinhalt anschaue, dann seht ihr hier auch die Datei, die genauso wie hier liegt. Aber ich kann die halt hier über den FileZilla, über mein FTP-Programm nicht entpacken. Das kann ich halt nur über die Konsole machen. Wie das mit der Konsole geht, hatte ich in einem der vorangegangenen Web-Talks schon mal erklärt. Deswegen verweise ich da im Prinzip jetzt nur drauf und würde an dieser Stelle zeigen, wie ich jetzt an den Befehl komme, um eine ZIP-Datei zu entpacken. Ich habe gesucht nach Linux-ZIP-Datei entpacken, weil der Server, mit dem ich es hier zu tun habe, ist ein Linux-Server. Und wenn ich bei Google nachsuche, dann finde ich diese Anleitung, also mit unzip und dann kommt die Datei. Ich gebe also ein unzip und dann die Datei dahinter. Und jetzt entpacken wir das Ganze. Und anschließend wird es gleich hier in unserem Verzeichnis, wird das hier als Verzeichnis auftauchen. Ich lade das also mal kurz neu und wir sehen, wir haben jetzt hier so ein Lime-Survey-Verzeichnis. Diese Datei, die kann ich jetzt also wieder löschen, die brauche ich nicht mehr. Die ist ja jetzt entpackt und liegt hier rum. Und das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist, das alles zu markieren mit Steuerung A und in das Hauptverzeichnis zu verschieben. Da liegt das jetzt und diesen Lime-Survey-Ordner, der ist jetzt leer, den lösche ich auch. Es gibt bestimmt eine deutlich elegantere Version als die, die ich euch jetzt hier gezeigt habe, aber ich kann das halt jetzt nur so zeigen, wie ich das halt kann. Und jetzt haben wir praktisch hier unsere noch nicht installierte, aber installationsbereite Lime-Survey liegen. Und als nächstes könnte ich theoretisch hier dieser Anweisung folgen. Die sagt aber, point your browser to your domain. Dafür muss ich also jetzt erst einmal meine Domain kennen. Und die findet ihr, wie schon häufiger erklärt, im Uberspace in eurem Datenblatt. Dort gibt es irgendwo hier dein Überspace im Web, das ist also die Datei, die Domain. Die rufe ich jetzt mal auf und dann gucken wir mal, was da passiert. Wenn ich die aufrufe, ich rufe die zum ersten Mal auf. Das kann sein, dass das sozusagen gerade zu Problemen führt. Wir geben dem gerade mal einen Moment. Ja, da kommt unser Lime Survey Installer. Ich versuche mal wieder eine deutsche Installation. In der Regel kommen diese ganzen Open-Source-Softwaren mit jede Menge Sprachpaketen daher. Und ihr seht, Sprachen sind in der Regel immer jede Menge vorhanden, was daran liegt, dass es häufig für Leute, die nicht programmieren können, aber trotzdem die Software nutzen, etwas beisteuern wollen, eine Übersetzung
Das ist, was viele Menschen hinbekommen und insofern auch ohne Programmierkenntnisse das Projekt unterstützen können. Und deswegen gibt es eigentlich in sehr, sehr vielen Sprachen diese Software. Die ist also von vornherein auch so geschrieben, dass sie im Prinzip mit einer weiteren Übersetzungsdatei angereichert werden kann und dafür nicht die ganze Software neu geschrieben werden muss. So, also wir halten uns jetzt so ein bisschen an die Vorgaben, die wir hier in dieser grafischen Oberfläche haben. Wir haben also hier die Sprache eingestellt und stellen und starten jetzt die Installation. Jetzt kommt jetzt müssen wir der Lizenz zustimmen. Das ist im Prinzip nichts anderes als das, was ihr von lokalen Softwareinstallationen von eurem PC oder auch MacBook kennt. Und hier haben wir es mit der sogenannten General Public License zu tun. Das ist eine sehr offene Lizenz, die im Prinzip alles ermöglicht, um diese Software weiterzuentwickeln, auch unter unterschiedlichen Bedingungen weiterzuentwickeln. Das kann man nicht vergleichen mit den CC-Lizenzen, aber man hat auf jeden Fall mit dieser Software nicht die Möglichkeit, diese Software zu privatisieren und den Code, den man entwickelt hat, nicht weiterzugeben, sondern die GNU-Lizenz ist da super radikal. Es ist im Prinzip nichts, sowas Ähnliches wie eine CC0-Lizenz. Es ist sowas wie eine CC-BY-Lizenz. Eigentlich verhinkt der Vergleich. Also vergesst das mit den CC-Lizenzen. Jede Entwicklung, die innerhalb dieses Projektes gemacht wird, lässt sich nicht privatisieren, sondern muss als Code, als Open Source beigesteuert werden. Okay, ich klicke also auf Akzeptieren, weil ich das toll finde. Und jetzt macht er so eine Installationsprüfung und guckt, ob ich das überhaupt auf dem Server, den ich habe, installieren kann. Und weil hier überall mindestens einer installiert und gefunden und schreibbar und viele grüne Häkchen zu sehen ist, klicken wir einfach auf Weiter. Und jetzt müssen wir, wie schon so häufig gesehen, nämlich zum Beispiel bei WordPress und auch bei Moodle, müssen wir jetzt den Datenbanktyp auswählen. Und da bin ich gerade ein bisschen unsicher. Ihr erinnert euch, wir hatten bei Moodle schon mal das Problem, dass wir MySQL ausgewählt hatten. Und dann hatten wir es aber mit einer MariaDB zu tun. Aber PostgreSQL ist auf jeden Fall falsch. Also lassen wir es mal dabei. Die Datenbank ist auf jeden Fall auch Localhost, also die liegt auf dem gleichen Server wie die Installation meiner Daten. Jetzt muss ich den Datenbankbenutzer eingeben. Das müsste dieser hier sein. Und das Datenbankpasswort muss ich eingeben. Das habe ich mir hier alles schon bereitgelegt. Das müsste dieses hier sein. Und der Datenbankname ist auch wieder OER WebTar. Und das Tabellenpräfix nennen wir einfach Lime. Und dann starten wir mal und gucken, was passiert. Die Datenbank existiert schon, die muss er also nicht mehr zusätzlich anlegen, das hat er gerade gemerkt. Und jetzt möchte die Software die Tabellen dazu anlegen, das soll mal passieren. Und jetzt wird als nächstes erforderlich, dass ich einmal den Admin-Zugang anlege, also in dem Fall den Benutzernamen und das Kennwort. Dafür das Kennwort habe ich mir auch schon was überlegt, das kopiere ich jetzt einfach hier rein. Und der Administratorname ist eben Administrator und hier kann ich noch meine E-Mail angeben, falls ich mein Administrator-Kennwort mal vergesse. Das ist also gibro@posteo.de und der Site-Name, der heißt eben jetzt OER Web Talk Umfragen. Und die Standardsprache soll am besten Deutsch oder German, das weiß man immer nie genau, Deutsch sein. So. Und dann drücken wir auf Weiter. Okay. Und das ist also jetzt mein Benutzername, Admin und das Passwort, was ich eben eingerichtet habe. Und dann klicken wir mal auf Administration.
Und jetzt bin ich im Prinzip, ist das Lime Service schon installiert. Und jetzt kann ich hier das Passwort, den Benutzernamen eintragen und darunter einmal das Passwort reinkopieren. Und dann drücken wir auf Anmelden. Und voilà. Jetzt können wir so eine kleine Tour starten. Und dann wird uns, sagen wir mal, so im Groben erklärt, wie Lime Survey funktioniert. Das können wir ja vielleicht, geht es nicht? Starte Tour. Okay, willkommen zu Lime Survey. Und dann, okay, das ist 1:36. Das ist natürlich jetzt die Frage, wie wollen wir das durchgehen? Hier wird mir jetzt offensichtlich so ein bisschen angeleitet bei der ersten Umfrage. Vielleicht machen wir das beim nächsten Mal, falls uns da diese Tour nochmal angezeigt wird. Aber heute ist mir vor allen Dingen wichtig, dass ich euch einmal gezeigt habe, wie ihr Lime Survey installiert. Wir sind jetzt auch schon in diesem Administrations-Backend. Ihr seht, das ist alles ganz grafisch und funktioniert letztendlich darüber, dass man so ein bisschen diese grafischen Oberflächen lesen kann und weiß, wie man so eine Umfrage anlegt. Aber wie das genau funktioniert mit diesem Umfrageanlegen, das zeige ich dann beim nächsten Mal. Und für heute würde ich sagen, haben wir zumindest mal gezeigt, wie die Installation funktioniert.